Wir fangen kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Das Webinar steht quasi unter dem Kennzeichen Finanzverwaltung meets E-Commerce oder ehemaliger Betriebsprüfer trifft aktuelle Betriebsprüferin und insofern übergebe ich mal direkt an die aktuelle Betriebsprüferin. Ja, moin moin aus Hamburg, auch von mir. Mein Name ist Andrea Köchling und vielen Dank, Roger, für die Einladung. Roger hat es ja schon gesagt, ich bin hauptberuflich Betriebsprüferin, war lange Jahre spezialisiert auf Umsatzsteuer und deswegen ist die Vorliebe natürlich dafür auch geblieben. Zusätzlich bin ich selbstständige Referentin für Fragen Verfahrensdokumentation, Umsatzsteuer und auch Kassenführung. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin so wie damals Andrea als Umsatzsteuer-Sonderprüfer angefangen in der Finanzverwaltung, habe dann eine Zeit lang für das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn gearbeitet, auch ausschließlich im Bereich Umsatzsteuer. Und vor der Gründung von Textroom, was jetzt 2016 stattgefunden hat, habe ich noch eine Zeit lang die Steuerabteilung des Deutschen Elektronensynchrotron hier in Hamburg geleitet. Genau, fangen wir an mit dem Webinar. Meines Erachtens, glaube ich, ein ganz besonderes Format und wir wollen ganz kurz erklären, worum es heute gehen soll und auch in Zukunft gehen soll. Wir wollen mal so ein bisschen beide Welten zusammenbringen, das heißt Finanzverwaltung und E-Commerce. Für beide ist das Thema oder das gegenseitige Kennen ja noch so ein bisschen Neuland und insofern würden wir heute damit mal anfangen, über ein paar umsatzsteuerliche Herausforderungen zu sprechen, dann aber auch, sag ich mal, in die Strukturen einzutauchen. Und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, gerade wenn jetzt Finanzämter sich Steuerpflichtige im Bereich E-Commerce anschauen, dann geht es ja nicht mehr um so klassische Belegprüfung, sondern es geht eben um Strukturen, die geprüft werden. Und da schlagen natürlich sofort die vier Buchstaben GOBD auf. Und meines Erachtens, und Andrea sieht es sehr wahrscheinlich genauso, wird es in absehbarer Zeit vermutlich keine Betriebsprüfung, keine Sonderprüfung mehr geben, bei der das Thema GOBD nicht ausschlaggebend am Ende des Tages sein wird. Das heißt, das wird der Schwerpunkt des Webinars sein. Wir werden heute die Themen mal so kurz anreißen. Alles Weitere würde man, glaube ich, auch in der Dreiviertelstunde nicht schaffen und würden dann aber diese Webinarreihe auch fortsetzen. Ihr Interesse natürlich vorausgesetzt, euer Interesse vorausgesetzt. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig vorab zu sagen, unsere Zielgruppe ist ja immer so ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß, dass uns viele Steuerberater zuhören. Ich weiß, dass uns aber auch viele Online-Händler zuhören. Insofern versuchen wir, das Ganze auch immer möglichst praxisnah, sag ich mal, auszugestalten. Das heißt, wir machen heute den Auftakt, sagen, das sind so die Eckpfeiler, auf die es ankommt und würden dann im Laufe des Jahres und hoffentlich auch im Laufe des nächsten Jahres das Thema dann verstetigen und auch tiefer aufbohren. Das soll, wie gesagt, der rote Faden für heute sein. Ein Thema, was sich, glaube ich, nicht aussparen lässt, weil es sicherlich für viele sehr, sehr überraschend kam, für mich als Ökonom vielleicht weniger überraschend, denn ich habe es schon, glaube ich, mehrfach gesagt und geschrieben, hätte man diese befristete Senkung der Umsatzsteuersätze noch viel früher vorab angekündigt, hätte das natürlich die Wirtschaft an einem, sag ich mal, extrem schwachen Punkt erwischt und viele Institutionen hätten ihre Konsumentscheidung natürlich noch weiter aufgeschoben, ja, dann eben auf den Juli, sodass sich der Corona-Effekt wahrscheinlich noch verstärkt hat. Insofern ist es gar keine so dumme Idee, eben das, sag ich mal, so ad hoc wie möglich zu machen. Auf der anderen Seite stehen natürlich jetzt Finanzverwaltung, aber eben auch gerade der E-Commerce und natürlich auch die Steuerberater vor gewissen Herausforderungen. Wir wollen das Thema jetzt nicht in aller Gänze aufbohren. Ich glaube, dazu gibt es schon verschiedenste Formate. Andrea und ich haben schon welche gemacht. Wir haben dazu auch geschrieben. Wir wollen es nur mal ganz kurz vor Augen halten, worauf es hier ankommt. Und ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass gerade dieser Zeitraum, also 1.7. bis 31.12., sicherlich im Nachgang besonders im Fokus der Finanzbehörden stehen wird. Worauf ich vielleicht gerne nochmal hinweisen möchte, und das, sage ich mal, predigen wir schon seit Jahren, ist es jetzt wirklich auch, oder ist jetzt die Zeit gekommen, sich wirklich mal intensiv Gedanken zu machen, kann denn mein Rechnungstool, kann denn mein ERP-System beziehungsweise das meiner Mandanten auch den korrekten Leistungszeitpunkt bestimmen? Und ich weiß, im E-Commerce gibt es da viele Workarounds, viele Systeme arbeiten mit dem Rechnungsdatum, selbst dann, wenn die Rechnung 2, 3 Tage vor oder nachher erstellt wird. Ich weiß, sehr viele Systeme arbeiten mit dem Bestelleingang, selbst dann, wenn die Ware erst 2, 3, 4 Tage das Warenhaus später verlässt. Das mag zwar funktioniert haben, wird aber spätestens jetzt durch den Paragraphen 27 Absatz 1 USTG, der ganz klar sagt, der neue Steuersatz oder die neuen Steuersätze greifen für alle Lieferungen, die eben das Leistungsdatum 1.7. oder später haben. Und was ist das Leistungsdatum, sag ich mal, im Onlinehandel?
das ist in der Regel immer der Beginn der Lieferung. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, in dem die Ware mein Warenlager verlässt, beziehungsweise der Zeitpunkt, in dem ich quasi die Ware an einen Spediteur übergebe. Es wurde viel, oder sag ich mal, von vielen Spitzenverbänden, Lobbyisten gefordert, dass die Finanzverwaltung einen sogenannten Übergangszeitraum einführt, ja, weil einfach der Zeitraum sicherlich zu kurz ist, um sämtliche Systeme, und das ist auch, glaube ich, eine klare Aussage, im Onlinehandel kann man nicht einfach einen Schalter umlegen, dazu ist die Komplexität mittlerweile zu groß, vieles hängt mit zu vielen zusammen. Insofern war, sag ich mal, der Wunsch nach einer Übergangsregelung relativ groß. In einem aktualisierten, begleitenden BMF-Schreiben, zumindest ein Entwurf davon, vom 23.06., glaube ich, Andrea, ist das, gibt es so eine kleine Übergangsregelung, und ich glaube, die kann am besten auch Andrea mal kurz ausführen. Genau. Also diese kleine Übergangsregelung, das BMF hat sich jetzt dazu durchgerungen, zu sagen, okay, Übergangsregelung von einem Monat für B2B-Umsätze. Das bedeutet also, vom 1.7. bis 1.8. ganz salopp gesagt, kannst du, lieber Lieferer, noch 19% in Rechnung stellen, und du, lieber Empfänger, kannst auch diese 19%, obwohl es eigentlich schon 16 wären, auch ohne Beanstandung als Vorsteuer abziehen. Das ist aber auch die einzige Übergangsregelung, die das BMF bis jetzt rausgegeben hat. Und ich denke nicht, ich glaube heute ist die Abstimmung, ich glaube ab 15 Uhr im Bundesrat, dass sich da auch noch großartig etwas ändern wird. Es gab also ganz, ganz, ganz viele Stimmen verwaltungsseitig, sowie also natürlich auch von den Steuerberatern, dass man sagt, Mensch, verzichte doch mal bitte für dieses halbe Jahr auf die Prüfung des 14Cs, Umsatzsteuergesetz. 14c nochmal, das bedeutet, die Umsatzsteuer, die ich ausweise, schulde ich auch. Aber der Leistungsempfänger hat dann nur den Anspruch als Vorsteuer der gesetzlichen Vorsteuer. Da hat sich das BMF halt nicht zu durchgerungen, und ja, das wird dann halt auf jeden Fall ab dem 1.8. dann auf alle zutreffen. Genau, vielleicht noch darüber hinaus, gehen wir schon so Richtung Finanzbuchhaltung, kann ich denn die sauber abbilden? Da hat uns jetzt diese Woche die DATEV, sag ich mal, sehr kurzfristig angeschrieben, und bei der DATEV wird es so sein, die werden keine neuen Konten, sag ich mal, verwenden, es wird weiterhin die Automatikkonten geben, und die Umsatzsteuer wird sich dann eben aufgrund des Leistungsdatums eben automatisiert ermitteln, also entweder 19 oder eben 16 beziehungsweise 7% oder 5%. Mhm. Und da die DATEV eben auch sämtliche Kooperationspartner, die eben auch zum Beispiel auf dem DATEV Marketplace Liste noch angefragt, könnt ihr uns eben auch das korrekte Leistungsdatum mit übergeben. Ja, insofern hier nochmal kurz Rückschleife, eben wieder dafür zu sorgen, dass eben so Workarounds wie Rechnungsdatum gleich Leistungsdatum eben nicht mehr auftreten. Ja. Genau, wie gesagt, wir wollen das Thema nicht zu sehr vertiefen. Ich glaube, dafür gibt es schon genügend Formate, aber ich denke, man kommt eben an dem Thema auch nicht vorbei, und wir hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Baustein hier noch mitgeben konnten. Genau, fangen wir an zu einem Herzensthema, Umsatzsteuer im Rahmen von Betriebsprüfung und Umsatzsteuersonderprüfung. Ich selber, als ich noch Prüfer war, hatte damals nicht das Vergnügen, oder steuerpflichtig im Bereich E-Commerce zu prüfen. Lag vielleicht auch daran, dass ich im beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war. Aber die Frage stellt sich natürlich schon jetzt, ne? Warum kommen jetzt gerade Onlinehändler vermehrt in den Fokus von Betriebs- und eben Umsatzsteuersonderprüfung? Und das kann sicherlich Andrea ein bisschen sagen. Ja. Also bei Onlinehändlern ist es ja wie eigentlich bei keinem anderen Händler dergestalt so, es wird oft am Küchentisch zu Hause gegründet. Dann habe ich etwas, ein Produkt, was ich vielleicht auch noch selbst entworfen habe. Das mache ich dann erstmal so ein bisschen aus meinem heimischen Küchentisch, vom heimischen Küchentisch heraus oder aus dem Wohnzimmer. Und innerhalb von kurzer Zeit geht dieses Produkt ab wie Schmitz Katze, und ich habe Umsätze, die also ganz, ganz rasant wachsen. Und da geht bei uns in der Verwaltung natürlich auch gleich immer so ein Lämpchen an, wo man sagt so, du bist mit ganz wenig Umsätzen gestartet, und innerhalb von kurzer Zeit katapultiert sich das jetzt so nach oben. Und dann hast du auch noch steuerfreie Ausfuhrlieferung oder steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Das heißt also, du zahlst hier keine Umsatzsteuer, hast dann aber einen großen Vorsteuerbeträge aus deinem Wareneinkauf. Das heißt, wir müssen
müssen dann auch immer noch was, also Umsatzsteuer erstatten, auskehren. Und ja, ich meine, das liegt im Sinne der Finanzverwaltung, dass wir natürlich viel lieber einnehmen als auskehren. Und von daher rutschen die dann natürlich ganz schnell in unseren Fokus. Der Gestalt, dass wir dann sagen, so okay, da gehen wir dann mal raus, machen entweder eine Umsatzsteuernachschau unangekündigt oder eine Umsatzsteuersonderprüfung und gucken uns dann natürlich ganz klar die Buch- und Belegnachweise an, also die Ausgangsvermerke, wenn ich Ausfuhrlieferungen habe, das heißt also ins Drittland hinein, dass man dann sagt, okay, liegen diese Ausgangsvermerke vor, sind die auch alle ordentlich und richtig? Ja, dann kann ich diese Steuerfreiheit belassen. Bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen ist es ja so, dass ich eine gültige Umsatzsteuer-ID-Nummer brauche und dass also die zusammenfassende Meldung jetzt auch Bestandteil materiellen Rechts geworden ist. Und da würde ich einfach ganz gerne mal so das Stichwort Quick Fixes in den Raum schmeißen. Da kannst du ja dann viel mehr zu sagen und viel tiefer. Gerne. Quick Fixes ist, glaube ich, in der Tat ein gutes Stichwort. Und Online-Händler rücken natürlich nicht nur in den Fokus oder nicht ausschließlich in den Fokus der Finanzverwaltung, weil sie eben steuerfreie, sag ich mal, Ausfuhrlieferung oder steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung haben und da vielleicht schon Vorsteuerüberhang, ja, und das Finanzamt zahlt ja in der Tat sehr ungern aus, quasi aufbauen, sondern gerade wenn man sich den Bereich der Amazon oder auch gerade den Marktplatzhandel, der mittlerweile für fast 70% des Online-Handels vor Augen führt, dann bieten ja diese Marktplätze den Händlern oftmals schon grenzüberschreitende Fulfillment-Strukturen an und incentivieren das ja bei den Händlern auch schon. Ja, also gerade Amazon, sage ich mal, nötigt fast schon die Händler, ausländische Warenlager zu nutzen. Ja, einfach aus dem Grund, weil die deutsche Infrastruktur überlastet ist. Auch so ein Riese wie Amazon kommt an seine Grenzen des Wachstums, incentiviert quasi Händler monetär, eben diese ausländischen Warenlager zu nutzen. Und dann läuft eben ein Großteil des Fulfillments, also der Warenlagerung, aber eben auch des Verkaufs aus ausländischen Fulfillment-Centern heraus. Das bedeutet, dass ich als deutscher Online-Händler eben auch einen Teil meiner Umsätze nicht mehr in Deutschland erkläre, sondern im EU-Ausland. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich zwar steigende Erlöse habe, aber das Finanzamt das gar nicht mitbekommt. In der Regel, grundsätzlich müsste ich, dafür gibt es auch ein entsprechendes Feld in der Umsatzsteuervoranmeldung, auch im Rahmen meiner Steuerjahreserklärung, müsste ich auch meine nicht steuerbaren Umsätze, also nicht steuerbare Umsätze sind quasi Lieferungen, die ihren Ort nicht in Deutschland haben, müsste ich auch im Rahmen der USVA erklären, dann könnte das Finanzamt schon so ein bisschen mehr plausibilisieren. In der Regel geben das die meisten FIBO-Systeme aber nicht her. Ja, das ist eben der Grund, vielleicht kurzer Disclaimer, bei Texu ist das schon möglich und wir machen das auch, Klammer zu. Aber in der Regel gehen das die Systeme eben nicht her. Und hier haben wir mal exemplarisch schon so ein Anschreiben des Finanzamtes aufgeführt, also bevor dann das Finanzamt hier rausgeht, im Rahmen einer Sonderprüfung oder einer Nachschau, fragt dann die Finanzbeamtin hier an. Wir haben gerade festgestellt, dass sie so viele steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen tätigen. Und jetzt möchten wir sie doch mal bitten, die von Andrea genannten Buch- und Belegnachweise hier aufzuführen. Die sind definiert in der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung. Da gibt es auch einen direkten Link aus dem Umsatzsteuergesetz in die Durchführungsverordnung. Und die Durchführungsverordnung besagt eben, dass ich eben Buch- und vor allem auch Belegnachweise haben muss, wenn ich eben meine Ware grenzüberschreitend verbringe oder eben auch B2B verkaufe. Das Problem, sag ich mal, hier im Bereich Marktplatzhandel ist, dass meine grenzüberschreitenden Warenumlagerungen, das sind ja gar nicht die klassischen innergemeinschaftlichen Lieferungen, die das Finanzamt in der Regel kennt, also Lieferungen an andere Unternehmer. Das ist ja so der Klassiker der letzten Jahre gewesen. Sondern es handelt sich ja hier um innergemeinschaftliche Verbringungen. Das heißt, ich als Anton Meyer muss quasi eine Lieferung an mich selber deklarieren, wenn ich Ware in ausländische Fulfillment Center verbringe oder wenn Amazon das für mich macht, quasi als Spediteur. Das heißt, ich müsste selber so einen Belegnachweis erstellen, denn von den Marktplätzen bekommt man diesen Belegnachweis nicht. Und der einzige Belegnachweis, und das werden wir sicherlich auch nochmal in einer weiteren Webinarreihe tiefer aufbauen, wäre hier in dem Fall eben zum Beispiel eine Proforma-Rechnung, die der Anton Meyer an sich selber schreibt. Das Problem ist, seit dem 01.01.2020 greifen eben diese Quick-Fixes und bis zum 31.12.2090 war quasi die Registrierung im Ausland
der Belegnachweis, also Performa-Rechnung, das waren nur reine formale Kriterien. Ne? Zumindest der Europäische Gerichtshof laufend gesagt, zuletzt mit dem Urteil Plückel, aber auch ein deutscher Unternehmer aus dem Jahr 2016. Ne? Definitiv gesagt, es ist ja schön, dass ihr Deutschen eure Umsatzsteuerdurchführungsverordnung habt, aber wenn ihr mal in die Systemrichtlinie schaut, dann sind das alles nur Formalien. Das sind keine materialrechtlichen Tatbestandsmerkmale, auf die es ankommt. Das heißt, wenn bis zum 31.12. auch vielleicht so eine charmante Betriebsprüfung wie die Andrea hingekommen wäre und gesagt hätte, mir fehlen die Belegnachweise, hätte man das Ganze grundsätzlich eben mit der EuGH-Rechtsprechung abwehren können. Das war natürlich den Mitgliedstaaten ein riesiges Dorn im Auge. Denn man muss sich vor Augen führen, jährlich gehen den Mitgliedstaaten mehrere Milliarden Euro an Umsatzsteuer verloren, ja, im Rahmen von Betrugsmodellen, die in der Regel immer eben gerade grenzüberschreitend stattfinden. Und wenn die Finanzbehörden dann gar keine Möglichkeiten mehr haben, Buch- und Belegnachweise anzufordern oder überhaupt Informationen über Verbringungen zu bekommen, dann wird es natürlich schwer, diesen Betrug zu bekämpfen. Und was macht man, wenn man als Nationalstaat die Rechtsprechung nicht ändern kann, was ja auch sehr gut ist, das ist ja auch einer der Eckpfeiler einer Demokratie, was macht man, man ändert das Gesetz. Ja, und so wurde eben auch die Systemrichtlinie geändert und dann eben auch die entsprechenden nationalen Umsatzsteuergesetze. Das bedeutet, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich ab dem 01.01.2020 meine Ware ins Ausland verbringe, dann ist diese Verbringung wirklich nur noch dann steuerfrei, wenn ich sie im Rahmen der ZN melde. Und damit das eben möglich ist, brauche ich eben auch ein Bestimmungsland, eine gültige Ust-ID und eben auch einen Belegnachweis. Ja, also die drei Kriterien müssen eben vorliegen. Ist das nicht der Fall, muss ich in der gemeinschaftlichen Verbringung im Worst Case versteuern. Ja, und das kann in der Tat ein finanzielles Desaster werden, denn diese Verbringungen sind ja nur umsatzsteuerrechtlich fingierte Transaktionen. Da bekomme ich als Händler oder mein Mandant ja gar kein Entgelt. Ja, ich müsste quasi aus der Substanz heraus Umsatzsteuer zahlen. Und das ist in der Tat ein grundlegendes Risiko und meines Erachtens wahrscheinlich auch einer der Dauerbrenner im Rahmen von Betriebsprüfungen und Sonderprüfungen nachschauen der kommenden Jahre, definitiv. Lösen wir uns so ein bisschen jetzt vom Thema Umsatzsteuer. Wir werden aber sehen, das ist immer noch sehr, sehr nah verwandt und kommen eben hin zum Thema Verfahrensdokumentation bzw. GOBD allgemein und da ist natürlich Andrea die absolute Expertin. Also materielle Ordnungsmäßigkeit, die Verfahrensdokumentation geht einfach nicht ohne GOBDs. Also es gibt bestimmte Grundsätze, die habe ich hier mal aufgeschrieben, was in den GOBDs also auch wirklich nachzulesen ist, worauf wir auch achten. Und da ist es natürlich halt auch so, dass bei Online-Händlern ein erschwerter Fokus auch bei manchen Sachen liegt. Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit, das ist so das absolute Credo. Das bedeutet natürlich ganz einfach, also keine Buchung ohne, jetzt habe ich es hier unterstrichen, lesbaren Beleg. Also das heißt, ich muss progressiv und retrograd alles innerhalb der Aufbewahrungsfristen dann prüfen können, jeden einzelnen Geschäftsvorfall. Bei den Online-Händlern ist es natürlich so, die haben noch kaum mehr Belege. Deswegen ist also lesbarer Beleg, ich will nicht sagen von untergeordneter Bedeutung, weil wenn sie dann Belege kommen, sind sie auch ganz fix mit dem Scannen. Aber nicht alles darf natürlich gescannt werden, also unvernichtet dann, belegersetzendes Scannen, Stichwort, sondern muss dann also auch schon noch behalten werden. Aber das wird dann auch mal wieder vertiefend in einem anderen Webinar besprochen werden. Nur nochmal hier für alle Händler, lesbarer Beleg ist natürlich ganz wichtig. Und wenn ich Papierbelege habe, muss ich dann gucken, dass ich die dementsprechend auch innerhalb der Aufbewahrungsfristen, also sprich innerhalb von 10 Jahren, immer wieder auch, vorzeigen kann. Bedeutet, ich darf es also nicht irgendwo im Keller lagern, ne, wo es dann schimmelig wird, oder diese tollen Quittungsbelege auf diesem Thermopapier muss ich dann doch nochmal kopieren. Solche Geschichten, das ist damit gemeint. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist die Vollständigkeit. Das heißt also, ich brauche eine Einzelaufzeichnungspflicht, die ich erfüllen muss. Das heißt, keine verdichteten Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen dürfen keine Lücken enthalten, sodass ich die immer wieder kontrollieren kann. Und nicht nur ich als Finanzverwaltung, sondern natürlich der Unternehmer möchte die dann auch nochmal kontrollieren. Auch das muss ihm ja möglich sein.
Genau, wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken darf, gerade bei der Einzelaufzeichnung, und das werden wahrscheinlich auch viele Steuerberater bestätigen können, gerade Mandanten, die auf Amazon unterwegs sind, die bekommen natürlich Einzeltransaktionen, die Daten gibt es definitiv, sie bekommen aber auch von Amazon jeden Monat eine Sammelaufstellung. Ja, da werden dann die Erlöse gesondert aufgeführt und sämtliche Gebühren. Und ich weiß, sehr, sehr viele Steuerberater nutzen das als Grundlage für die Finanzbuchhaltung. Und das ist meines Erachtens wirklich ein großer, großer Missstand. Und wird definitiv in den nächsten Jahren vielen Mandanten in dem Bereich mit Sicherheit auf die Füße fallen. Ja? Insofern, da nochmal kurz ein Praxisbeispiel, wie es eigentlich nicht laufen sollte. So, kommen wir dann, also Richtigkeit und zeitgerecht, das überspringe ich jetzt, will ich nicht sagen, überspringe ich jetzt mal, aber das finde ich eigentlich so eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also das heißt, es muss natürlich der Geschäftsvorfall, muss den tatsächlichen Verhältnis entsprechen. Anders geht es auch überhaupt nicht. Ne? Zeitgerecht natürlich, ich muss es dann auch schon erfassen, wenn es denn dann passiert. Was aber ganz, 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 ganz wichtig ist, das ist die Unveränderbarkeit. Das heißt also, die Änderung, die, wenn ich irgendetwas ändere, dann müssen selbst dieser ursprüngliche Inhalt, der muss also auch noch sichtbar sein. Das bedeutet, ich darf also keine Überschreibungen dürfen möglich sein. Ich muss also immer wieder auf den Ursprungsinhalt dann zurückkommen. Bedeutet Speicherung und Festschreibung. Also irgendwelche tollen Excel-Tabellen, die jederzeit änderbar sind, die helfen mir in dem überhaupt nicht weiter. Und das ist genau das Problem. Und in dem Zusammenhang hat Herr Martin Pickerler noch eine konkrete Frage. Und zwar, ich lese sie mal laut vor. Ja. Zur Vollständigkeit bzw. Einzelaufzeichnung hätte ich die folgende Frage. Die Exportdaten bei Textum werden ja verdichtet. Da schon mal die kurze Zwischenantwort, ja. Also Sie haben bei uns, wenn Sie unsere Datenschnittstellen nutzen, immer die Möglichkeit, auf Einzeltransaktionsbasis zu buchen oder eben nach sachgerechten Sammelbuchungen. Und scheinbar haben Sie den Bereich sachgerechte Sammelbuchungen ausgewählt. Jetzt geht es weiter. Die Einzelaufzeichnung wird insofern nicht in DATEV eingelesen, also in diesem konkreten Fall. Ist das für die Finanzverwaltung okay? Ich sage mal ganz kurz meinen Punkt dazu und dann kann Andrea auch gerne was dazu sagen. Wenn Sie bei uns Sammelaufzeichnungen nutzen und manchmal ist das gar nicht mal anders möglich. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Amazon-Mandanten, der vielleicht 500.000 Transaktionen bzw. Geschäftsvorfälle im Monat hat. Da kommen Sie mit einer Einzelverbuchung in DATEV mit Sicherheit nicht weiter. Das ist technisch, glaube ich, kaum noch zu lösen. Da bieten sich eben in Sammelbuchungen an, aber nach sehr sachgerechten Kriterien, sprich nach Bestimmungsland geordnet, nach Steuersätzen, auch zeitlich abgegrenzt. Und das, wie gesagt, noch sehr viel retrograder. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo gibt es dann am Ende des Tages die Einzelaufzeichnung? Ja? Und da sagt ja der 146 Absatz 1 klipp und klar. Du musst jeden Geschäftsvorgang einzeln aufzeichnen. Anders ist es natürlich für die Finanzverwaltung auch gar nicht mehr möglich, das zu hinterfragen. Und das machen wir natürlich. Das heißt, Sie können bei uns im Rahmen eines Buchungssatzes immer auf die Einzeltransaktion zurückschließen, die wir auch einzeln vorhalten. In verschiedensten Formaten, als CSV, als Excel und eben auch revisionssicher festgeschrieben in den verschiedensten Versionen, falls sich Änderungen ergeben sollten, auch als PDF. Ja, und wie gesagt, die Abgabenordnung sagt ja nicht, du musst alles auf Einzeltransaktionsbasis in DATEV vornehmen. Wie gesagt, da wäre die DATEV an einigen Stellen erfordert, sondern du musst es aufzeichnen. Das heißt, man hat eben das, was man in der DATEV hat, kommt aber daraus sehr einfach und sehr transparent zurück auf die einzelnen Transaktionen. Ja, so ist der Prozess bei uns. Ja. Also, und das kann ich also auch bestätigen. Ich habe das selbst mal getestet. Runterbrechen auf eine einzelne Bestellung sozusagen, dass man dann sagt, okay, Herr Meier hat jetzt hier mein Produkt bestellt und ich möchte mir ganz gerne jetzt mal anhand dieses einen Vorgangs zeigen lassen, wo das denn jetzt genau hingeht, verbucht wird, erfasst wird. Also wirklich aus dieser Sammelbuchung heraus, die auf dem Konto in der DATEV zu finden ist, runtergebrochen auf den einzelnen Vorgang. Und das ist transparent, das ist machbar und von daher würde ich irgendwelche Konten auch nicht mit Millionen von Datensätzen überfrachten, sondern das funktioniert so. Und das, es ist ja nur entscheidend, dass man dem Prüfer, der Finanzverwaltung, das sichtbar machen kann und plausibel machen kann, wenn die Nachfrage kommt. Und das ist also hier gewährleistet.
Jetzt hat hier Bernd Lückert noch eine Frage reingeschoben über die Chat-Funktion. Vielleicht nochmal ganz kurzer Hinweis, bitte nur diese F&A-Funktion nutzen, dann kann man das sehr transparent machen. Bernd fragt, wir kennen uns persönlich, leider der Vorname, moin Bernd. Bernd fragt, wo bekomme ich denn den Verbringungsnachweis bei Amazon her? Gute Frage, war auch nicht abgesprochen. Ein Verbringungsnachweis von Amazon wird es quasi in der Form, wie es die Finanzverwaltung fordert, also entsprechende 17c USTDV, so nicht geben. Was ich von Amazon bekomme, die Verbringungsdaten, aber auch nur rudimentär. Ich weiß, welche Produkte werden von A nach B verbracht, zu welchem Zeitpunkt, welche Menge. Das war es aber auch schon. Das heißt, die Bemessungsgrundlage für die Verbringung, gemäß 10 USCG, das ist ja in dem Fall entweder mein Einkaufspreis plus Nebenkosten oder meine Herstellungskosten plus Nebenkosten, die muss ich noch selber ergänzen und muss mir daraus dann quasi einen 17c-konformen Verbringungsnachweis bauen. Das ist eben eine Proforma-Rechnung. Das heißt, die muss ich selber erstellen. Wir bei Textu machen das, können uns zum Teil auch, sage ich mal, die Bemessungsgrundlage direkt aus dem ERP-System beziehen, sodass wir da einen schönen vollautomatisierten Prozess haben. Also, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Bernd. Jetzt ist, glaube ich, noch eine Frage. Ah, okay. Herr Pikala bedankt sich für die Antwort. Ach, prima. Insofern, genau, können wir jetzt kurz... schon mal wenigstens einen glücklich. Können wir jetzt ein Stück weitergehen? Ja, genau. Jetzt kommen wir dann zu meinem Lieblingsthema, Verfahrensdokumentation. Also wenn ich in meinen Seminaren bundesweit unterwegs bin und dieses Thema Verfahrensdokumentation anschneide, dann sind die ja so die ersten 2-3 Minuten erstmal ein Gewitter, so nach dem Motto, das machen wir doch sowieso alles nur für euch, für die Finanzverwaltung, ihr denkt euch immer neuen Blödsinn aus, erst die Datenschutzgrundverordnung und jetzt kommt ihr damit wieder aus der Hüfte. Das ist also mitnichten so. Deswegen habe ich das jetzt mal auch wirklich hier aufgeschrieben. Das gibt es schon seit 1995, dass in diesem BMF-Schreiben in den GOBS damals noch gesagt wird, also wenn ich ein datenverarbeitendes, also ein DV-System habe, dann brauche ich eine Verfahrensdokumentation. Und Sie müssen sich das vorstellen, ich denke mal, der ein oder andere kennt das mit Sicherheit auch noch so aus der eigenen Praxis, wie die Prüfungen früher abgelaufen sind. Man ist rausgekommen als Prüfer und dann ist man in einen Raum gekommen, da stand eine Batterie von Ordnern mit ganz vielen Belegen und die hat man dann geprüft, man hat das Daumenkino spielen lassen. Mittlerweile sind wir natürlich auch ein bisschen technisch unterstützt worden mit dem IDEA-System und dergleichen. Aber so hat sich dieses Prüfen ja früher abgezeichnet. Das ist aber heute und im Onlinehandel ganz besonders ja überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich habe also wirklich eine ganze Vielzahl von datenverarbeitenden Systemen. Roger hat es am Anfang schon angesprochen. Ich habe ERP-Systeme, ich habe Rechnungstools, ich habe wer weiß nicht etwas noch, womit ich dann als Prüfer erstmal konfrontiert werde. Und wenn ich die alle nicht kenne, dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Unternehmer in dieser allgemeinen Beschreibung dann auch gleich mal sagt, also so eine Art Unternehmensporträt. Und ich empfehle, alles, was sich mit Bildern darstellen lässt, in einem Organigramm dann auch wirklich darzustellen. Weil das ist einfach viel visueller. Wir sind alle visuelle Menschen. Wir können über das Auge einfach viel besser aufnehmen, als wenn ich jetzt 60 Seiten Text habe. Die GOBD geben als Grundgerüst, wie eine Verfahrensdokumentation auszusehen hat, praktisch nur so 4 Schlagworte. Allgemeine Beschreibung, Anwenderdokumentation, Systemdokumentation und Betriebsdokumentation. So. Und ich habe hier jetzt mal so ein bisschen versucht, diese Begriffe mit Leben zu füllen. Allgemeine Beschreibung, wie gesagt, es geht um das Unternehmensporträt, um die ganzen Rahmenbedingungen. Ne? Was habe ich denn jetzt überhaupt? Rahmenbedingungen, Unternehmensporträt, da vielleicht auch mal, wenn ich noch andere Gesellschaften habe, die mit mir irgendwo zusammen sind, ich habe Organschaften oder dergleichen, das alles gehört praktisch mit da rein. Zusätzlich ne, die ganzen Nummern, die ich habe, EOB-Nummer, Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, also alles das, was so dieses Unternehmen betrifft. Und das ist auch eine Sache, Sie sehen das ja hier an der Folie, ich habe 2 in blau dargestellt und 2 in schwarz. Und das ist der gute Vorteil oder die gute Nachricht für Steuerpflichtigen, für Mandanten, die müssen nämlich nur diese schwarzen Teile machen. Blau ist
vom zur Verfügung stellen des datenverarbeitenden Systems zu erfüllen. Anwenderdokumentation bedeutet also, dass der Anbieter des DV-Systems mir sämtliche Informationen zuspielen muss, geben muss, die also eine sachgerechte Bedienung des eingesetzten DV-Systems dann ermöglicht. Systemdokumentation, das ist diese ganz tiefe technische Darstellung. Da bitte auch darauf achten, dass, wenn ich DV-Systeme dann in der Verwendung habe, dass auch irgendwo diese Dokumentationen vorliegen. Weil aus diesen vier Elementen wird nämlich dann die einheitliche Verfahrensdokumentation für das Unternehmen, ich will nicht sagen gebastelt, aber ne, alles wird dann so zusammengeführt. Betriebsdokumentation, das ist also auch wirklich wieder etwas, was der Steuerpflichtige zu tun hat. Da geht es im Wesentlichen um das IKS, um das interne Kontrollsystem. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, weil es natürlich dann halt auch um Datensicherheit, Datenklarheit geht. Das fängt ja, wenn ich kein Onlinehandel habe, sondern einen Betrieb an, der ein Betriebsgebäude hat, ja, wie schütze ich das Gebäude? Ja, es ist ja nicht nur die Daten, die ich schützen muss, sondern was gibt es sonst noch drumherum? Habe ich irgendwelche Passwörter, damit ich überhaupt in das Gebäude komme und dergleichen? Mein persönliches Anliegen, und deswegen habe ich das auch hier nochmal mit aufgenommen, ist also immer dieser Notfallplan auch für den Unternehmer. Das heißt also, wenn ich Datensicherheit und IKS habe, dann habe ich natürlich auch, wie schütze ich meine Daten? Was passiert, wenn ich Fehler finde? Wie merze ich diese Fehler aus? Aber ganz, ganz oft wird der Unternehmer vergessen. Ich brauche definitiv einen Notfallplan für den Unternehmer. Ganz oft ist es so, dass in dem Kopf des Unternehmers eigentlich das ganze Wissen steckt, was überhaupt nicht aufgezeichnet wird. Der weiß alle Verstrebungen, der kennt alle möglichen Zusammenhänge. Was passiert, wenn der ausfällt? Wenn der bewusstlos im Krankenhaus liegt oder gar im schlimmsten Fall verstirbt? Dann, Sie kennen das, Fußstapfentheorie, dann sind die Erben dran. Und die Finanzverwaltung hält sich an die Erben. Und wenn die aber erstmal, übertrieben gesagt, 3 Jahre brauchen, um sich mit dem Unternehmen zurechtzufinden, das ist dann schon immer ganz, ganz schlimm und auch verlorene Zeit. Hinweisen möchte ich auch noch auf diesen wahnsinnig großen Nutzen, den so eine Verfahrensdokumentation hat. Und zwar nämlich für den Unternehmer selber. Das heißt, ganz oft ist es ja so, man macht Sachen, die man auch gar nicht mehr so hinterfragt. Dann sagt man so, ja, wieso, haben wir doch die ganze Zeit so gemacht? Ja, warum? Ja, keine Ahnung, warum. Wenn man sich dann aber mal hinsetzt und sagt, ja, warum machen wir das denn eigentlich so? Und können wir das nicht anders machen? Ach Mensch, da sparen wir Zeit, da sparen wir Geld, ja. Das heißt also, wenn ich eine Verfahrensdokumentation erstelle, habe ich die Chance, alte Strukturen aufzubrechen. Ich kann auch dann Abhilfe für die Zukunft schaffen, dass ich zum Beispiel irgendwo Kosten einspare. Und natürlich halt auch, dass bei einem Personalwechsel mir geht kein Wissen mehr verloren. Und wenn ich dann neue Mitarbeiter habe, die natürlich eingearbeitet werden müssen, und wenn ich dann so eine Arbeitsplatzbeschreibung habe oder dergleichen, dann geht das Ganze natürlich auch viel, viel schneller. Ich hatte letztens ein ganz nettes Gespräch mit einem Steuerberater und der, das werde ich jetzt auch noch bei den Nutzen mit aufnehmen zukünftig, der hat gesagt, weißt du was, Andrea, ganz ehrlich, wenn ich einen neuen Mandanten aufnehmen möchte, dann gucke ich mir erstmal seine Verfahrensdokumentation an. Da meinte ich, was machst du? Da meinte er, ja, ich muss mir doch erstmal einen Überblick verschaffen, was das überhaupt für ein Unternehmen ist. Und das kann ich am besten mit so einer Verfahrensdokumentation. Und dann entscheide ich, möchte ich den Mandanten überhaupt haben oder möchte ich den vielleicht nicht haben. So, das kann natürlich auch noch ein ziemlich großer Nutzen einer Verfahrensdokumentation sein. Vielleicht auch nochmal von meiner Seite das Plädoyer auch gerade an die Händler, die uns jetzt hier zuhören, beziehungsweise das auch im Nachgang sehen werden. Geht auf eure Steuerberater zu und setzt euch mit euren Steuerberatern zusammen. Natürlich kostet das Geld, so eine Verfahrensdokumentation zu erstellen, aber meines Erachtens ist das gut investiertes Geld. Und, am Ende des Tages, und das war ja auch, sag ich mal so, der Eingang des Webinars heute, wird es in absehbarer Zeit
keine Betriebsprüfung, keine Sonderprüfung mehr geben, bei dem das Thema GUBD und Transparenzdokumentation nicht maßgeblich für den Ausgang entscheidend sein werden. Natürlich ist es so, dass eine Verfahrensdokumentation erstmal nicht verpflichtend ist, ja, also per se. Die GUBD ist natürlich erstmal die Sichtweise der Finanzverwaltung. Ja, wie stellt die Finanzverwaltung sich die Transparenzdokumentation eben vor? Nur am Ende des Tages, und das ist ja auch, glaube ich, ein offenes Geheimnis, wenn ich als Prüfer in einen Betrieb komme, sei es ich damals, vor 10 Jahren oder Andrea jetzt, und der Steuerpflichtige hat schon eine Verfahrensdokumentation, erkenne ich natürlich, dass er sich um Prozesse Gedanken gemacht hat. Und wenn ich diese Prozesse dann auch wiederfinde im richtigen Leben, dann werde ich auch jetzt nicht jeden einzelnen Beleg nachbauen, alles hinterfragen. Das muss man sich eben auch vor Augen führen. Kommen wir aber zur Frage, was sind so die Herausforderungen im Onlinehandel? Und das hat der Andrea gerade noch gesagt, ich habe es ja eingangs auch erwähnt, die Herausforderungen sind natürlich die Vielzahl an Systemen, die eben verwendet werden. Und das können eben Marktplätze sein wie Amazon, eBay, Zalando und Co. Oder eben ERP-Systeme. Ein Aspekt, der gerade sehr, sehr stark gekommen ist, neben ERP-Systemen, nutzen viele Händler jetzt noch sehr agile Shop-Systeme, sowas wie Shopify. Ja, das ist gerade, das sieht man hinter Daten, gerade geht das durch die Decke, wenn man die sehr effizient aufsetzen kann und neben den Marktplätzen sich noch andere Zielgruppen damit erschließen kann. Die große Herausforderung ist natürlich, und das können die Steuerberater dann auch bestätigen, wie vereinheitliche ich das Ganze, dass ich möglichst nicht diverse Datensilos habe, von denen ich im Worst Case vielleicht noch eins vergesse. Aber wie kann ich das Ganze möglichst vereinheitlichen, ohne irgendwie viel manuelle Handgriffe? Und das kann ja auch jeder bestätigen, wann immer ich was manuell machen muss, da mir CSV rausziehen, dann da wieder importieren, da vielleicht nochmal Makro drüber laufen lassen. Zum einen ist das intransparent. Ja? Also der Betriebsprüfer oder die Betriebsprüfung könnte immer sagen, hier an der Stelle hast du doch Daten manipuliert. Zeig mir doch mal, dass das 1:1 die Umsätze sind, die du auf Amazon bekommen hast. Und zum anderen passieren natürlich immer wieder Fehler. Ja, sei es, weil mal jemand im Urlaub ist, ein Kollege, eine Mitarbeiterin, und der neue Kollege, der das dann übernimmt, sich mit den entsprechenden Abläufen nicht auskennt. Das sind eben, glaube ich, so die großen Herausforderungen, gerade im Onlinehandel und dann noch, wenn ich grenzüberschreitend verkaufe und noch grenzüberschreitende Steuerpflichten habe. Ja, das heißt, Umsatzsteuer im Ausland abführen muss, vielleicht sogar noch intrastatspflichtig bin, dann wird das Ganze, glaube ich, zu komplex, als dass man viele, sag ich mal, manuelle Schnittstellen hat, die man dann irgendwie jederzeit am Laufen halten muss. Und meines Erachtens, das soll auch keine Eigenwerbung sein, wir hatten vor kurzem einen sehr guten Inhouse-Workshop bei einem DAX-Konzern, wo die selber zugegeben haben, und das können auch sicherlich die meisten Großkonzerne bestätigen, dass dort eben noch sehr, sehr viel manuell passiert. Also Excel ist da immer noch das Compliance-Tool, State of the Art. Und es gibt so viele Mitarbeiter, die quasi unersetzlich sind, weil die Makros geschrieben haben. Das kann nicht die Zukunft sein, definitiv nicht. Wo liegt die Zukunft? Die Zukunft liegt in APIs. Was sind APIs? Ganz kurz runtergebrochen. APIs sind Programmierschnittstellen. Und sag mal, Texto ist eine Plattform, die komplett API-basiert ist. Das heißt, über diese Schnittstellen und jedes moderne System hat so eine API, können eben unterschiedlichste Systeme miteinander kommunizieren, egal welche Sprache sie sprechen. Und eine Sprache ist dann in der Regel eben die Programmiersprache gemeint. So, und wenn man quasi so diese Plug-and-Play-Konnektoren hat, hat man eben vollautomatisierte Prozesse, die man einmal sauber runterdefinieren muss. Ja? Und dann kann man eben auch so Sachen machen, wie wir es dann eben auch machen, dass wir eben alles auch einzeln aufzeichnen und das dann eben auch revisionssicher aufzeichnen. Der große Vorteil ist eben, und das ist ja auch noch die Krux eigentlich bei der Verfahrensdokumentation, es ist zwar schön, wenn ich eine habe, nur am Ende des Tages muss ich sie ja auch leben. Das heißt, wenn ich in so einen Großkonzern gehe, und da ist es immer so, dass gerade der Vertrieb oder auch der Einkauf, die machen oft ihr eigenes Ding, und da werde ich als Prüfer immer irgendwas finden, weil die sich eben nicht an die abgesprochenen Abläufe halten. Der Vorteil im Onlinehandel ist aber, weil eben so vieles automatisiert ist, gibt es da, sag ich mal, diese eigenen Charaktere, die ausschwenken, gibt es da denn eben weniger. Das heißt, wenn ich einmal diese vollautomatisierten Prozesse definiert habe, bin ich mir auch sicher, dass die in den nächsten 3, 4, 6, 7, 8 Monaten immer noch Bestand haben. Wenn ich da mal einfach mal reingrätschen darf. Also bei der Verfahrensdokumentation ist es, so wie Roger gesagt hat, ja ganz wichtig, dass diese Inhalte auch gelebt werden. Also ich kann nicht irgendwas aufschreiben und dann mache ich was ganz anderes. Also dann kann ich das auch gleich lassen. Es ist aber auch wichtig, dass die Verfahrensdokumentation versioniert wird. Das heißt, sobald sich was ändert, muss das dann da rein.
Es gibt ja ganz tolle Hilfen von der Bundessteuerberaterkammer und von dem Deutschen Steuerberaterverband. Das sind Word-Dokumente, die man sich ausdrucken lassen kann und dann händisch immer das dann einfügen. Es gibt aber auch mittlerweile Online-Tools mit dieser Verfahrensdokumentation und da kann man natürlich dann die Änderungen ganz schnell auch einfach einpflegen sozusagen. Ein Hinweis noch aus meiner Betriebsprüfungspraxis, wenn ich als Unternehmer diverse Tools verwende. Ich würde das dann vielleicht auch mit meinem Steuerberater zusammen machen und genau gucken, wo ich denn einen Haken setze und dann auch sehen, was dieser Haken denn für eine steuerliche Auswirkung hat. Also nicht selten kann es sein, dass man dann sagt so, oder dass man das auch missversteht, was da steht. Und deswegen ist halt auch diese Verfahrensdokumentation von diesem datenverarbeitenden System, von diesem Toolanbieter so wichtig. Wenn da drin steht, dass man auf der Haken bedeutet, du machst all deine Umsätze steuerpflichtig, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich mich entscheiden, nee, das will ich ja gar nicht, weil ich habe zum Beispiel Umsätze, die nach Amerika gehen, also ins absolute Drittland. Dann sollte man diesen Haken womöglich nicht machen, weil ansonsten versteuert man dann auch die Umsätze, die in das Drittland gehen, mit 19%. Und das wäre ja fatal. Vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel, genau zu dem, was Andrea gesagt hat, auch wieder aus der Amazon-Welt. Klar, Amazon ist so der dominierende Marktplatz. Vielleicht wissen das auch einige Steuerberater nicht. Bei Amazon gibt es einen sogenannten Steuerberechnungsservice. Ja, das ist ein Tool, das hat Amazon eingekauft. Das soll den Händlern helfen, ihre Transaktion umsatzsteuerlich korrekt zu erfassen. Und genau da gibt es so einen Haken, wo ich quasi einfach den Haken setze. Der ist, glaube ich, sogar per Default gesetzt, dass ich alles EU-weit im Bestimmungsland versteuere, wenn ich irgendwie nur eine Usterlinie dort hinterlege. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Händler diesen Haken setzen, weil anders kann ich oftmals diesen Berechnungsservice gar nicht nutzen. Aber hinten raus viele Steuerberater das dann eben gar nicht wissen. Ja, und da haben wir wirklich dann eine Schere, die mit jeder Transaktion weiter auseinanderklappt. Und im Worst Case zahle ich dann doppelt Umsatzsteuer. Einmal im Bestimmungsland, einmal hier in Deutschland, weil ich hier laufend abführe. Und ich meine, so viel Marge, also zweimal irgendwie 19% oder 20%, das ist die Bandbreite, oder so der Durchschnitt, kann ich als Onlinehändler gar nicht machen, um dieses Risiko aufzufangen. Und das zeigt wieder, ja, gerade im grenzüberschreitenden Onlinehandel ist Umsatzsteuer, und dann schließen wir wieder den Bogen zur Verfahrensdokumentation und Umsatzsteuer, ist eben Umsatzsteuer eines der grundlegenden Risiken, die ich zwingend eben kontrollieren muss, natürlich dann auch möglichst auf Transaktionsbasis. Genau, das ist, würde ich sagen, ist so der inhaltliche Teil, den wir dann auch hier gerne abschließen. Und wir haben ja schon einige Fragen währenddessen beantwortet. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, gerne hier in die F&A-Sektion, da kommt schon die erste rein. Schauen wir uns das mal an. Genau. Bernd, gibt es noch einen kleinen Tipp. Bei der Verfahrensdokumentation die externen Anforderungen in jedem Kapitel voranstellen und tonusmäßig einer Review unterlaufen lassen. Beim Review die typische Frage: Wie stelle ich sicher, dass ich die Anforderung XY erfülle und wo steht das Ganze? Zweiter Mal im Jahr, also das Update, inklusive Dokumentation und Revision. Und Das ist schon vorbildlich, wenn ich da mal reingrätschen darf. Das können wir, glaube ich, nur unterstreichen in der Tat. Und wie gesagt, immer auch den Steuerberater oder die Steuerberaterin mit ins Boot holen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Also ich sage jetzt mal, das ist natürlich schon eine absolut gute Liga, was Bernd jetzt gerade gesagt hat. Also wir Prüfer sind überhaupt froh, wenn wir überhaupt etwas bekommen, was so aussieht wie eine Verfahrensdokumentation. Es ist leider wirklich so, wenn man rausgeht und sagt, ja, ich hätte ganz gerne mal Ihre Verfahrensdokumentation. Haben wir nicht. Steht bei uns noch auf der Agenda. Sind wir gerade bei? Das sind so die typischen Antworten, die man eigentlich zurzeit noch bekommt. Es ist ein bisschen bundeslandabhängig tatsächlich. Im Süden sind sie schon weiter als hier oben im Norden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist natürlich schon ein ganz großes Kino. Genau, jetzt kommt noch, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Verfahrensdokumentation, bevor wir auf die nächste Frage eingehen. Wir bei Texto werden auch im Laufe des Sommers auch unseren Kunden eine Anwendungsdokumentation zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, da wird dann jeder Schritt von der Datenquelle, sei es ERP-System oder Marktplatz, bis hin zur Meldung im Ausland oder bis zur Übergabe in die Finanzbuchhaltung, auch komplett durchdokumentiert. Und was wir auch voranstellen, wir haben das mit dem Experten gemacht, das ist der Thorsten Krein. Ich glaube, den kennen auch viele Steuerberater, weil er viele Seminare dazu gibt.
dass wir auch diese ganze Komplexität im Onlinehandel mal dargestellt haben, bildlich am Anfang von Grafiken. Und der Prüfer oder die Prüferin dann auch auf einen Blick sieht, wie kann es denn überhaupt sein, dass quasi der Steuerpflichtige einen Großteil seiner Umsätze nicht in Deutschland erklärt, sondern eben im EU-Ausland. Das ist, glaube ich, auch vielen Prüfern noch gar nicht so bewusst. Das wird sich da eben auch drin widerspiegeln. Jetzt kommen wir kurz zur Frage von Uwe Bellmann. Das ist eher wieder eine produktbezogene Frage. Ist Text in der Lage, Proforma-Rechnung rückwirkend für dieses oder jenes Kalenderjahr zu erstellen? Ja, definitiv. Also das können wir. Wir können, soweit Daten vorliegen, bei Amazon ist es bis 2016 auch immer vollautomatisiert sowohl Daten aufbereiten, als eben auch Buch- und Belegnachweise eben erstellen, zum Beispiel auch Proforma-Rechnung. Gut. Dann kommt noch eine weitere Frage oder Anmerkung von Bernd. Hallo Andrea und Roger. Eine Frage zur retrograden progressiven Prüfbarkeit. GBD in Randziffer 32. Jetzt will es Bernd aber genau wissen. Oh ja, wissen. Genau. Retrograd ist recht einfach, da jeder Buchung ihre Ursache beigefügt wird. Was ist mit der progressiven Prüfbarkeit? Ich möchte keine elektronischen Dokumente, Rechnung, Kontoauszüge etc. Verändern, ergänzen und suche eine geeignete Lösung. Im Moment habe ich für die Dokumentation der Transaktion eine Datenbank, in der ich alle Folgebuchungen festgehalten werden. So kann ich von jeder Bewegung nach vorne gehen. Reicht dies neben der Buchhaltung existierende oder dieser existierende Querverweis aus oder was empfiehlst du? Wir können vielleicht kurz darauf eingehen, aber ich glaube, das ist eine spannende Frage, die wir dann auch sicherlich in der weiteren Reihe dann auch beantworten werden. Ja, also ich würde aus meiner privaten Sicht sagen, also wirklich alles, was dem Siege dient. Ja. Also wenn diese Quellverweise da sind, dass ich darauf zurückgreifen kann und du mir dann praktisch, wenn ich eine Frage habe, sagen kannst, ja, aber pass mal auf, dann kannst du da und da gucken und da endet dann die Transaktion oder so habe ich das bezahlt oder dergleichen, dann reicht mir das als Prüfer. Ja, ja. Bist du da konform mit? Definitiv, ja. Gut, jetzt kommen in der Tat noch eine Menge Fragen rein, und zwar von Martin Chivi. Ich habe von dem Fall gehört, dass in dem Umsatzsteuertransaktionsbericht, und das ist so die meines Erachtens die einzige valide Basis für die Finanzbuchhaltung, die Amazon eingibt, Umsätze nach GB mit 20% stehen, weil Ust-ID GB vorhanden ist. Das ist genau der Aspekt, den ich angesprochen habe. Das heißt, da wird der Mandant wahrscheinlich, oder vielleicht sind Sie auch Händler, Herr Chivi, da wird wahrscheinlich der Umsatzsteuerberechnungsservice genutzt, wird eine britische USDD hinterlegt und der Berechnungsservice sagt, alles, was nach GB geht, ist steuerbar in GB, sprich eben mit 20%. Die Rechnungen werden im ERP-System zwar korrekt geschrieben, im Seller Central gibt es jetzt einen Haken, damit Lieferung nicht mit 20, sondern mit 19% im Bericht steht. Aber die Frage ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Also wichtig ist natürlich, dass Rechnung und Deklaration im Ausland einhergehen. Ja? Ansonsten bin ich natürlich sofort wieder im 14c drin. Das heißt, wenn ich, egal ob ich jetzt alles mit 20% GB versteuere, aber auf meiner Rechnung 19% deutsche Umsatzsteuer steht, muss ich zweimal Umsatzsteuer abführen. Das darf auf keinen Fall auftreten. Insofern vielleicht mal ein kurzer Hinweis dazu. Ich hoffe, ich habe die Frage so richtig verstanden, dass beides einhergeht. Ja? Also wenn Bestimmungsland, dann auch ERP-System jeweils 20%. Gehen wir zur nächsten Frage, und zwar von Klaus Schirnberg. Ich hätte gerne eine Meinung zum Thema Schätzungsbefugnis bei fehlender Verfahrensdoku. Und das ist in der Tat, glaube ich, eine spannende Frage für Andrea. Ja. Ja, also gerichtlich ist noch nichts entschieden, dass gesagt wird, so nach dem Motto, wenn ich eine fehlende Verfahrensdokumentation habe, dann bin ich im Bereich der Schätzung. Das ist gerichtlich zurzeit noch nicht der Fall. Wir kennen das aber aus dem Bereich der Kassen, wo ganz viel gesagt wird, wenn Programmierprotokolle fehlen, wenn Dokumentationen fehlen, wenn eine Verfahrensdokumentation, und da taucht auch wirklich in einigen Urteilen dieses Wort auf, wenn das also alles fehlt, dann geht man davon aus, dass also die Beweislast kippt, also das 158 AO, das ist ja dieser Grundsatz der Richtigkeit der Buchführung, nicht mehr gegeben ist. Und dann sind wir in der Schätzungsbefugnis nach 162 AO.
Sie müssen sich das so vorstellen, es ist ja, wir Prüfer sind ja wie so Puzzlespieler. Ne? Wir sagen ja jetzt erstmal, okay, das ist jetzt alles in Ordnung und dann gucken wir gezielt. Und je mehr wir finden, desto mehr wird ja dann natürlich ein Bild dann auch daraus. Wenn ich eine Schätzung machen möchte, dann muss ich formelle und materielle Fehler finden. Es gibt einfache und dann gibt es natürlich halt auch noch Fehler mit Gewicht. Und aus diesen ganzen Sachen zusammen, irgendwann kippt dann diese Waage, sodass ich in dieser Schätzungsbefugnis bin. Und wenn ich da einmal drin bin, dann habe ich als Prüfer auch keine Wahl. Ich kann mir nicht aussuchen, ja, jetzt schätze ich oder jetzt schätze ich nicht. In der AO ist wirklich geregelt, ich muss dann schätzen. Um das abzukürzen ist, wenn ich keine Verfahrensdokumentation habe, bin ich nicht sofort in einem Bein mit einer Schätzung. Andersrum wird aber auch ein Schuh draus, weil jedes Unternehmen hat Teile der Verfahrensdokumentation. Und das ist auch etwas, was ich raten würde, das in Anführungszeichen zu bündeln und dem Prüfer dann auch zu präsentieren. In 158 Textziffer der GUD steht ja diese doppelte Verneinung. Ne? Wenn die Verfahrensdokumentation vorliegt und ich kann aus der ersehen, wie alles läuft, ist das gut. Wenn ich das aber nicht sehen kann, dann habe ich auch schon einen Mangel. Ja, das ist so. Aber nochmal zur Klarstellung, ein Mangel reicht nicht, damit ich schätzen kann. Da muss noch ein bisschen mehr dazukommen. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich hier schon einen Mangel habe und da habe ich schon einen Mangel und dann kommen noch irgendwie 2, 3, 5 ganz viele, wo man Mängel ausmerzen kann, und Verfahrensdokumentation, das ist so etwas, das kann ich ausmerzen, das ist einmal ein bisschen Fleißarbeit, dann habe ich dieses Ding, dann sollte man sich sowas auch sparen. Also dann sollte man einfach diese Angriffsfläche nicht bieten. Und wie gesagt, nochmal, jedes Unternehmen hat Arbeitsanweisungen, diese Rahmenbedingungen, dieses Unternehmensporträt, das steht meistens auf der Website sozusagen. Es ist ganz viel da. Man muss es nur zusammenführen. Wunderbar. Ich glaube, das war es auch mit den Fragen und wir haben fast eine Punktlandung hingelegt. Insofern kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss. Und genau, die Frage ist, und ich glaube, das hat man auch anhand der Fragen gemerkt, es gibt, glaube ich, viele Fragen, auch gerade zum Thema Verfahrensdokumentation, Transparenzdokumentation. Insofern würden wir auch diese Webinarreihe sehr, sehr gerne fortsetzen und sicherlich das eine oder andere Thema nochmal aufbauen. Da kommt gerade noch eine Frage rein. Okay. Dankeschön. Wir würden diese Webinare ja auch sehr gerne fortsetzen und auch das eine oder andere Thema, was wir heute besprochen haben, noch mal ein bisschen tiefer aufbauen. Und ich glaube, da gibt es den Bedarf definitiv. Sie sind aufgerufen, ihr seid aufgerufen, für eine konkrete Fragestellung uns einfach direkt zukommen zu lassen. Am besten zentral über info@textu.com, betreff GUBD. Und dann sammeln wir diese Punkte und werden dann höchstwahrscheinlich, Andrea, auch im Laufe des Sommers, vielleicht Spätsommer, dann mit der Fortsetzung dieser Webinare ja planen. Gerne. Ganz vielen Dank. Ja, sehr gerne, Bernd. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ein sonniges Wochenende. Ja, von mir auch. Viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.